Heute am frühen Nachmittag meldete ein Zeuge, dass er eine verletzte Person in Unterlüß aufgefunden habe. Als die Polizei eintraf, wurde festgestellt, dass dieser Mann eine Schussverletzung hatte. Dieser Mann wurde schwer verletzt durch den Schuss. Es handelt sich um einen 35-Jährigen aus Unterlüß, der dann berichtete, dass es sich bei dem Schützen um einen 36-jährigen Bekannten von ihm handeln würde, ebenfalls aus Unterlüß stammend. Dieser Täter, mutmaßliche Täter, war zunächst mit einem Fahrrad flüchtig im Tatortbereich, konnte aber recht schnell durch meine Kollegen festgenommen werden. Es stellte sich dann heraus, dass der Mann, der verletzt worden ist, nicht lebensbedrohlich verletzt war. Er kam ins Krankenhaus. Der Täter wurde festgenommen und die Polizeizelle ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Also die Person kam auf mich zugerannt, meinte nur, ich brauche schnell einen Krankenwagen, ich brauche einen Krankenwagen, ich wurde angeschossen, ich brauche schnell Hilfe. Daraufhin hat mein Kumpel ihn interviewt, hat gefragt, ist es wirklich so passiert? Ich habe sein T-Shirt hochgezogen und man hat oben rechts an der Schulter im Rückenbereich ganz kleine Schusswunde gesehen. Er war noch ansprechbar und hat sich dann in den Schatten gesetzt, als ich ihn darauf hingewiesen habe, er soll im Schatten sitzen bleiben. War die ganze Zeit ansprechbar. Gerade hier an der Schule ist es unwohl, aber man muss ja irgendwie helfen. Man darf nicht weggucken, man muss immer helfen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stammt der Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers. Das heißt, die beiden kannten sich. Und es könnte auch sein, dass die beiden in der zurückliegenden Zeit Streitigkeiten oder sonstige Konflikte miteinander ausgetragen haben. Und man hier in diesem Bereich jetzt auch nach dem Tatmotiv suchen könnte.